Es wurde das Wohn- und Gesundheitszentrum gebaut hier in Hokkaido. Das setzt sich aus sehr vielen zusammen. Der Neubau hier ist Feierabend in der kompletten unteren Etage und barrierefreie Wohnungen und Wohngruppe in den oberen Etagen. Es finden Gartenfeiern statt. Es soll die Wäsche mitgefaltet werden. Es kann mitgekocht und gebacken werden. Es darf alles gemacht werden. Dem Ganzen sind keine Grenzen gesetzt. Es ist wie zu Hause, nur in einer Gemeinschaft. Und das Wir-Gefühl steht halt einfach hier im Vordergrund. Und deswegen auch der hohe Betreuungsschlüssel hier. Es soll jederzeit sich jeder, der möchte, gut betreut und behandelt fühlen. Es ist zu Hause. In den ersten und zweiten Etagen finden sich Wohngruppen für Demenzerkrankte. Und in dem Staffelgeschoss und in der ersten Etage noch jeweils drei Wohnungen barrierefrei gestaltet für jeden, der Interesse hat. Melden kann sich für die Wohnungen erstmal jeder, für die Demenz-WGs. Wie der Name schon sagt, ist die Diagnose Demenz bezeichnend. In welcher Ausprägung, ob beginnt oder schon weit fortgeschritten, spielt dabei keine Rolle. Entscheidend ist im Prinzip einfach das Konzept dieser Wohngruppe, dass Familie hier im Vordergrund steht, das Wir-Gefühl hier im Vordergrund steht und Betreuung hier einfach rund um die Uhr gewährleistet ist. Hier dürfen pro WG 12 Personen wohnen, also 24 Demenzerkrankte generell und in den Wohnungen dann jeweils, naja, ein bis zwei Leute für die Größe. Also eine Wohnung ist derzeit noch frei und die befindet sich tatsächlich sogar im Staffelgeschoss, im Penthouse quasi. Und in der Demenz-WG sind derzeit noch viele Plätze, noch 14 Plätze frei und können somit auch von dem oder der jeweiligen Person komplett mitgestaltet werden, was Möbel und Konzept und Betreuung angeht. Die Firma Feierabend ist derzeit schon eingezogen und wir starten am 1.5. damit, dass Leute ihre Zimmer hier beziehen dürfen. Die Wohnungen werden schon bezogen und im April jetzt bekommen wir unsere kompletten Möbel und werden dann im Prinzip mit den Leuten zusammen hier auch schon die Zimmer gestalten, insofern schon Leute ihre festen Einzugstermine machen wollen. Thank you.